Geht weiter mit dem 54. Teil meines Let's Plays Minecraft. Und da habe ich jetzt hier angefangen, Bäume zu ernten. Was ich jetzt einfach weitermache erstmal. Und da eine Vollmondnacht ist, werde ich hier auch bleiben, weil ich dann vielleicht Slimes finden werde. Dann ernte ich hier die Schwarzeichen mal ab. Extra Baum gewachsen. Ah, das sind aber auch Blöcke hier. Da geht ja jede Menge Häuser. Ich habe ja schon jetzt so ein 64 Stacks voll. Hier kommen wir nicht dran. Da muss ich ein bisschen anders mit da noch immer hochbauen. Hier sind vier Holzblöcken da oben. Die muss ich auch nochmal abbauen. Hier ist schon Slimes gespawnt. Ja, hier im Dschungel spawnen die nämlich. Wenn ich im Dschungel, im Sumpf. Im Sumpfgebiet. Und da brauchst du nicht hin. Sondern mal hier hin. Damit ich hier die letzten Blöcke abernten kann. Na, Schaufel braucht er nicht unbedingt. Weil es nämlich das andere Holz hin. Braucht er, ist ja schon abgebaut wahrscheinlich. Wir haben noch ordentlich Setzlinge und Holz habe ich natürlich jetzt auch schon ordentlich davon. Über fast 5,5 Stacks von. Gucken wir mal kurz, ob hier ein paar Slimes gespawnt sind. Slimes, die Slimes. Ob hier vielleicht ein Slime gespawnt ist, will ich gucken. Weil ich könnte über hier waren auch schon mal Slimes. Habe ich. Ich habe auch normal. Also daran. Irgendwas ist, stimmt hier nicht. Vielleicht liegt das an den vielen Fackeln, die hier stehen jetzt. Die vielleicht das verhindern. Dass hier Slimes spawnen, obwohl die ja eigentlich auch in Helligkeit spawnen müssten. Hier vielleicht hier auf dem offenen Meer was. Man, hier ist auch nichts, also die Kühe muss ich auch mal töten und nachzüchten. Das Nachzüchtmaterial habe ich ja auch schon. Mach ich. Jetzt habe ich auch die Partikel wieder angestellt. Jetzt gemacht, dass die Partikel wieder angestellt sind. Da sind ein paar Wölfe. Gucken, ob da jetzt mal noch ein paar mehr Setzlinge rausgefallen sind. Da liegt noch mal ein Setzling. Zwei sogar. Ah, die Nacht geht langsam dem Ende entgegen. Das heißt, wir könnten hier wieder weiter graben. Da hinten sind gespawnt. Das ist ein Ding. Wie so ein Monster mit. Es ist ein Zombie. Mit Goldrüstung. Aber überhaupt nichts davon, der Goldrüstung. Ich mache jetzt nochmal Monster bekämpfen. Da ist noch ein Skelett.
Oh, Creep hat mich überrascht. Alles voll Monster. Ein Creeper ist hier auch explodiert. Das ist toll. Ah, viele Kühe hier sind. Diese Kuh nach eine Kuh nach der anderen reiht sich hier an. Spitzhacke brauche ich eigentlich auch noch. Die XP-Punkte müssen wir holen. Aber sie sind in dem Fall relativ unwichtig. Da brennt noch was. Hier sind nur Kühe unterwegs. Und da ist die Pyramide. Sonst müsste ich einmal ein. Oh, das ist ein Enderman. Enderman-Attacken. Mein Schwert ist auch schon wieder kaputt gegangen. Da steht schon mal eine Pyramide. Und meine erste Pyramide hier. Da liegen sogar Knochen und Pfeilen, weil da ein Skelett drauf gestorben ist. In der Pyramide selber müsste ja normalerweise nichts mehr spawnen. Guck mal, ob da überhaupt nichts spawnt. Da ist nichts drin erschienen, also spawnt. Ich muss ja eigentlich immer noch den Boden fertig machen. Das heißt, da müsste ich am besten meine Schienenstrecke hinlegen. Na, hier habe ich natürlich schon mal das Angleichprojekt hier begonnen. Könnte ich jetzt direkt weiterführen. Wir brauchen natürlich weitere Schaufeln und Spitzhacken. Um hier die Projekte, die ich mal machen wollte. Also ich habe natürlich die Ebene ein geringer gelegt. Also ich muss nur überlegen, auf welcher Höhe ich genau hingehe. Muss erstmal wieder das Essen. Das ist kleine Kühlchen. Schon mal am besten eine Schere nochmal. Wo ist die denn, die Schere? Da. Ne. Das rohe Rindfleisch kommt da mal rein. Habe ich das hier drin? Da habe ich noch Golderz drin. Das heißt, ich muss auch noch mal rein. Mal Gold rein. Kann ich eigentlich die drei Dinger gleich mitbraten. Dauert noch ein bisschen. Das heißt, ich könnte in der Zwischenzeit noch mal mit Spitzhacke und Schaufel. Und dann müssen wir halt gleich noch diese drei Beefs, also rohes Rindfleisch. Dieses Raw Beef muss da rein. Also kennt man das aus früherem englischen Version. Leder kommt hier mal rein.
Genau, das letzte Stück Gold ist gleich vom. Und rein mit dem Ding hier, wo ich die Kohle nämlich wunderbar aufbrauchen kann. Das Gold packe ich auch nicht mehr weg. 31 normale Schienen habe ich noch übrig. 31 Goldbarren, da nochmal 8 Seeds rein. Das holt für mich mit. Ich mache am besten noch zwei weitere Schaufeln. Spitzhacken brauche ich nicht so viele, weil ich nämlich eher auf viele Erde ausgraben muss. Deswegen. Also da soll mal eine Pyramide aus Cobblestone und dann auch so ein Schloss entstehen. Also deswegen grabe ich das hier alles auf gleiche Höhe. Habe ich ja jetzt im letzten Part damit begonnen. Muss jetzt hier am besten noch einen tiefer graben. Muss das nämlich auch noch um einen Block tiefer machen hier. Dieser Stein muss auch noch einen Block nach unten, damit das nämlich alles gleichmäßig verläuft. Muss ich das alles hier ausreißen und einen Block tiefer legen. Hier direkt am Lava, nein, nicht am Lavasee, am normalen See ist das. Jetzt ist schon mal auf die Ebene tiefer anzugleichen. Noch ein Cobblestone. Baue ich jetzt mal ein bisschen was hin. Und muss natürlich ein bisschen dieser Kies auch weg. Auch auf, bis auf diese Höhe runtergehen. Aber ich glaube jetzt mal mit auf dieser Höhe. So, mit der Höhe kann ich mich schon mal was wegmachen. Ich bin mal gespannt, dann nur im Vorher-Nachher-Vergleich ziehen zu können. Weil dann, das sind natürlich zwei Megaprojekte. Und da ich ja schon seit geraumer Zeit eigentlich schon am Züchten von Holz bin, oh, wenn ich den abgebaut hätte, oh, wäre ich tot gewesen. Fällt alles runter. Mal hier mit Erde dieses Loch auffüllen. Diese Schlucht. Man kann ja seit der 1.8 ja auch Schluchten abstellen. So ist das nämlich auf der Höhe der Pyramide angeglichen. Dann ist der Boden von hier auch der Boden der Pyramide. Weil diese Außenpyramide steht schon seit Part 15, aber innen drin ist die selbst am 54. jetzigen Teil immer noch nicht fertig. Das heißt, da muss ich auch mal langsam zusehen, dass ich mal ein bisschen Sand finde. Müsste ich es dann vielleicht am nächsten Part mal machen, dass ich mal immer abwechselnd was mache. Also dann jetzt zum Beispiel dieses Projekt weitermachen, dass dann ein, zwei Partnern, zwei Parts, eins bis zwei Partnern Parts lang Sand holen und Sandstein, damit ich endlich die Pyramide weiterbauen kann. Weil ich werde diese Nacht wahrscheinlich auch wieder auf Jagd gehen von Monstern.
am nächsten Morgen dann den Let's Play aufhöre, also diesen Part aufhöre. Ah, ist ein bisschen blöder hier. Ja, alles so zu entfernen. Ganz viel Erde, was ich hier zum Abtragen bin. Weil das ist, der Berg ist zwar nicht so hoch, also der geht nur 6 bis 7 Blöcke, das ist ja nur leichte Erhöhung, aber die ist so groß und deswegen will ich das auch erstmal weg haben, diese Erhöhung, um da weitere große Bauwerke hinzubauen und vielleicht dann noch einen Wald hin zu platzieren, also neben dran einfach einen wilden Wald aus den ganzen Baumarten, die ich habe. Einen wild gewachsenen Wald hinzusetzen. Die Sonne geht unter. Das heißt, ich werde gleich auf Jagd und springen. Da ist schon mal Kohle. Und natürlich muss ich den Boden dann am besten hier auch einhalten. Dann werde ich am besten hier immer alles auf Erde bestehen. Okay, Jemine. Hier diese Schlucht hier, die stört schon mal ein wenig. Na, vielleicht möchte ich in diesem Part nochmal zeigen, wie viel Ertrag die Weizenfarm bringt. Das heißt, in dem Fall werde ich anscheinend doch die Nacht überspringen. Also der Weg ist jetzt erstmal hier schon mal ein bisschen geebnet. Richtig was reingeschlagen. So, auf diese Höhe möchte ich nämlich gehen. Dass ich diese Nacht jetzt überspringe, damit ich nämlich hier natürlich wieder 7 Samen, da passen dann ja alle rein. Ja, diese Samen, die kann ich auch woanders hinpacken. Das heißt ja jetzt die Getreidefarm, ja, könnte man sagen, als fertig. Das ist ja jetzt so gut wie alles ja auch schon gewachsen. Das heißt, ich werde erstmal die Getreidefarm abernten lassen. 4 Stück kann ich so erstmal nicht aufnehmen. Das heißt, ich packe hier erstmal die Samen da rein. Oder ich kann sowieso erstmal die aufgenommene Erde und der und den Stein, den kann ich ja auch erstmal in eine Truhe packen, die ich hier irgendwo aufgestellt habe. Da soll da die ganze Erde und Stein rein, was ich ja abgrabe. Das ist schon eine ganze Menge, was da hier zusammenkommt. Die Truhe schon, sind da schon fast 27 volle Stacks Material. Ah, hier habe ich das direkt an der Weizenfarm gebaut. Und das steht ja hier. Ich habe die ja am Part 37 hatte ich die ja geändert. Hier könnte ich da aus diesem Turm heraus machen. Eine Kaktusfarm vielleicht. Aber jetzt kann ich auch die 4 Seeds hier drinnen noch aufnehmen. Und jetzt erstmal hier laufen lassen. Hier 52 Weizen packt ihr auch erstmal rein. Und ich mache das am besten so. Mal alles rein. Jetzt stehe ich den Hebel hoch. Und gucken, was hier anläuft. Dann dürften gleich die ganzen Items alle anströmen. Zack, da kommen die schon. Da kommen die ganzen Items durch den Farm. Eine ganze Menge, was da alles reinströmt. Und die Items verbinden sich ja zu Stapeln. Das dauert ein wenig. Das läuft nämlich noch immer. Jetzt hat's aufgehört.
Ne, wir können wieder runterstellen. Man, zack. Das ist eine ganze Menge, was da rausgekommen ist. So viele Samen. Eins. So viele Samen brauche ich noch nicht mal. Dann kann ich erstmal die Sachen, die ich hier reingepackt habe, erstmal wieder rausnehmen. Sind aber viele Samen hier. Wie viel brauche ich denn? Drei Stacks. Und dann noch. Und dann nochmal so. So. Das dürfte so ungefähr aufgehen. Ich glaube, ich habe den Hebel ja wieder runtergelegt. Der Hebel ist jetzt wieder nach unten. Das heißt, ich dürfte jetzt theoretisch hier reingehen können. Oder wie komme ich am besten da hinein? Eine Hacke habe ich da. Also notfalls habe ich eine Hacke. Nein, das braucht nicht geackert werden. Ich muss jetzt mal hier mit dem Samen loslegen. Wenn ich die Weizen haben. Wenn ich so alle 15 Parts, alle 15 Parts dauert das ungefähr, bis ich die jeweils ernten kann. Und da ist der erste 64 Stacks schon aufgebraucht. Das letzte Feld ist nämlich auch das größte. Da habe ich zwei Felder, die 7x8, also 56 Felder groß sind. Und dann da jeweils 8 Stück von einem Stack übrig. Wie ist denn jetzt die normale Feld reingekommen? Na, das hab ich vergessen. Da lagen noch Samen rum. Nochmal Samen. Da, wo sind die denn hin? Da habe ich sie. Und die Samen brauche ich eigentlich nicht. Das sind ein bisschen zu viele. 24 habe ich jetzt noch übrig. So, schon jetzt ist die Weizenfarm wieder erneuert. Jetzt kann das alles wieder neu wachsen und damit kann ich euch schon verabschieden. Und zwar, weil ich ja wieder bei 22 Minuten Aufnahme bin. Das heißt, dann hoffen wir, dass der Part euch gefallen hat. Zeigt es mir mit Daumen nach oben, kommentieren, also gute Kommentare. Ein vielleicht teilen oder auch abonnieren, wäre auch nicht. Wäre alles gut für mich. Und dann bis zum nächsten Part.